Willkommen zurück zu einer neuen super sandigen Folge Rage 2. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Sandläufer, die das letzte Video bewertet haben. Ich bin auf dem Weg zur nächsten Mission und ich würde mich darüber freuen, wenn ihr dieses Projekt hier mit einer kleinen Bewertung unterstützen würdet. Einfach nur die Sekunde nehmen, das Video bewerten, vielleicht auch noch 2-3 Sekunden mehr nehmen und einen netten Kommentar schreiben. Hilft mir dem Projekt und natürlich auch dem Kanal. Feindliche Außenposten in Sicht. Die Handelskoalition würde diesen Außenposten zu gerne wieder zurückhaben. Wenn du diese Banditen beseitigst, ist dir ihr Wohlwollen sicher. Ich weiß nicht, ob ich gegen die gewinnen kann. Oh, Kacke. Banditen. Okay, ein paar sind tot. Ich habe nur gesehen, hier ist ein Fragezeichen und dachte mir, ja, gehst halt mal hin und schaust mal, was da so alles geht. Okay, Banditen unter Schlupf. Töten, töten, töten. Was denn sonst? Einfach töten. Ach ja, und ich habe eine Fähigkeit gefunden. Ich habe einfach so eine Fähigkeit gefunden, die wir auswählen können. Und zwar können wir hier noch so eine Schockwelle machen. Ist ganz nice. Entsaftet. Wie das Gehirn jetzt mal rausploppt. Ah, ich liebe dieses Geräusch von einem Headshot. Ah, ich bin noch nicht bereit. Egal. Dann macht's bumm. What the fuck? Oh Gott, was läuft hier für eine heftige Scheiße? Egal, wir gehen rein und töten, töten, töten. Wir mal eben. Das Spiel besteht aus töten, töten, töten. Um was geht's in Rage 2? Töten, töten, töten. Entspann dich, Bruder. Entspann dich. Man nannte mich Dr. Löffel. Warum? Weil ich Gehirne rauslöffeln kann. Dieses Feedback ist so befriedigend. Alter, wie viele kommen denn hier? Wow, wow, easy, Schwester, easy. Trommelfeuer. Und neben mir steht noch eine Tussi rum. Ey, langsam ist mal gut. Spawnen die hier neu? Es kommen ja unendlich viele Gegner. Und irgendjemand schleudert hier die ganze Zeit Granaten und Raketen und what the fuck? Ich dachte, das wäre hier eine schnelle, easy Nummer. Ich habe auch bald keine Muni mehr. Au, wenn es so weitergeht, habe ich echt keine Muni mehr. Kann man nicht Waffen von Gegnern nehmen? Das finde ich irgendwie schade, dass sowas gar nicht geht. Wow, Alter! Okay, wir brauchen unbedingt Munition. Ey, die Pistole ist gar nicht mal so schlecht. Fuck you da oben. Okay, hier drüben hin haben wir hier Munition. Ich nehme alles. Pistolenmunition habe ich gefunden. Und weg mit dem Schädel. Bam. Damit kann man halt sehr gut die Rüstung wegholen. Und Alter, das Gehirn. Wie einfach das Gehirn aber auch rausploppt. Das ist so wunderschön. Okay, wie viele sind hier noch? Unfair. Ja, es ist unfair. Wem sagst du das? Habe ich deine Pornosammlung hier unten gefunden? Und Mikrowellengerichte? Ah, hier bist du. Die Goonies, Alter. So, sind jetzt alle tot? Wow, waren das viele. Ich habe die Goonies umgebracht. Alle. War gar nicht so schlimm. Der Außenposten ist jetzt sauber. Hab die Arschlöcher ins Jenseits befördert. Ich gebe es weiter. Die Handelskoalition wird es dir danken.
Nun gut, das war ein netter kleiner Ausflug. Es gibt hier noch Truhen und Datenpads und eine Archentruhe gibt es ja auch noch. Vielmehr zwei. So viel Loot. So unsagbar viel Loot. Schrott brauchen wir auch. Damit können wir nämlich unser Fahrzeug reparieren. Und wahrscheinlich auch später irgendwas upgraden. Wird schon für irgendwas gut sein. Davon bin ich überzeugt. Oh, Datenpads. Listen, du verschisselter Normie. Das ist jetzt unsere Mine. Ja, das ist eine Goonwelt, du Scheißer. Und du kannst nichts dagegen tun. Denkst du, du bist hart genug, um sie dir zurückzuholen? Hä? Denkst du das? Du wärst die perfekte Zielscheibe. Hörst du? Glisten Success. Wir haben größere Leute, größere Knarren und überhaupt sind wir Goons cooler und derber als ihr. Also schluckst du das besser und akzeptierst es wie ein großer Junge. Klar? Okay, die Goons sind auf jeden Fall ziemlich durch. Ich glaube, das können wir jetzt hier schon mal festhalten, dass die ganz schön fertig mit der Welt sind. Noch ganz schnell hier oben hin. Oh, haben wir hier irgendwas Spannendes zum Mitnehmen? Oh, Heilung. Heilung ist immer gut. Immer very, very good. Gatling-Munition, auch nicht schlecht. Was ist das hier? Nichts. Ich dachte schon, dass wir irgendwas zum Öffnen. Na gut. Ja, also wie gesagt, hier kann man sau viel Zeug finden, wenn man will, in diesen ganzen Lagern. Aber ich denke, das machen wir so nach und nach. Wenn ich hier irgendwann mal wieder vorbeifahre, denke ich mir halt, yo, jetzt nehme ich wieder ein bisschen was mit. Jetzt habe ich gerade Zeit, jetzt habe ich gerade Lust. Hier ist noch ein bisschen Heilung. Weil sonst lootet man sich halt tot, ne? Das ist wieder so ein Spiel, wo man sich einfach tot looten kann, wenn man das will. Es gibt an jeder Ecke irgendwas zu tun. Irgendwo kann man draufschießen. Zerkloppen, zerlooten. Da ist immer irgendwas möglich. Stehe ich gerade in einer Leiche drin? Oh, was ist das hier? Hm. Das kann explodieren. So, wo ist meine Karre? Hier drüben. Wir gehen jetzt mal zur nächsten Hauptstory-Mission, damit wir hier nämlich nicht den Faden verlieren. Ich will erstmal ein bisschen die Story spielen, bevor ich mir irgendwelche Nebenquests reinziehe. Meine Karre ist ganz schön groß, kann das sein? Boah, die Steuerung geht gut ab. Ich muss sagen, das Ganze erinnert extrem an das Mad Max-Spiel. Ist auch von denselben Entwicklern. Ich bin mal gespannt. Bruchgebiet? Okay, ich bin in einer neuen Region. Ja. Hier gibt es unterschiedliche Regionen. Das Gute hierbei, man ist relativ schnell unterwegs. Also man kommt gut von A nach B. Ja, schön. Treibstoff zu bunkern. Ein Stützpunkt zur Versorgung von Panzern für Konvois und Raubzüge. Wenn wir den Treibstoff hochjagen, sollte das ihrer Mobilität schaden. Das ist doch schön, aber keine Zeit. Keine Zeit. John Marshall, gefunden. Über 9000? Wir sind da. Tut. Da wären wir. Komm bald wieder, Walker. Hey, du siehst zäh aus. Interesse an Drecksarbeit? Weißt schon, ein paar Köpfe einschlagen, 200 Mutanten zu breiballern. Ich suche nicht nach Arbeit, sondern nach John Marshall. Tja, zufälligerweise sucht er nach erfahrenen Kämpfern. Wir haben ein Mutantenproblem in Gunbarrel. Und es geht erst weiter, wenn das verdammt nochmal gelöst ist. Gut, wir werden sehen. Wo finde ich ihn? Er ist in der Blindgängerbar. Immer im Blindgänger. Nicht zu verfehlen. Alt, vernarbt, fies, Robobein, Roboauge, halb Mensch, halb Ersatzteillager. Bin unterwegs. Alles klar. Ach so, was auch immer dir dieser miese kleine Roboter andrehen will, probier nicht das Schleimvogel Chimichanga. Außer du willst dir die Seele aus dem Leib kotzen. Klingt geil, Mann. Schleimvogel Chimichanga, warum nicht? Kann man sich mal gönnen, oder? Der Scheiß ballert.
Gut. Der Robomann. Oh, was ist das hier? Datenpad. Fantastische Funde 1. Sei gegrüßt, werter Leser. Ich bin es, Ransack. Sammler alter und seltener Kuriositäten. Willkommen zu meiner ersten Tagebuchveröffentlichung Fantastische Funde. In diesem Werk erzähle ich, wie ich den vermutlich ersten Prototypen des Wingsticks fand, der berüchtigsten Waffe im ganzen Ödland. Ihr Schöpfer war Christopher Wing, ein Genie aus der Zeit vor Apophis? Die Waffe war so effektiv, dass sie ihren Erfinder bei einem Testlauf enthauptete. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, das dachte ich auch gerade. Ranger. Süß. Ein kleiner sprechender hey. Dildo. Da liegt ein Pad rum, aber ich kann es nicht mitnehmen. Ritter. Lass uns kurz schnacken, bevor du reingehst. Gut aus. Siehst verdammt schnacken gut wollen aus. Wir? Über was denn? Ich habe keine Zeit. Was ist das hier für ein Laden? Wo sind die Stripperinnen? Okay, wir suchen jemanden, der halb Maschine, halb Mensch ist. Könnte jeder sein. Ich sag dir, das ist Unsinn, Kulo. Na komm, nur ein kleines Schlückchen, Marsch. Nope, keine Info, nichts zum Saufen. Ganz einfach. Stimmt aber, Marsch. Vineland wurde zerstört. Na klar, weggebombt von superüblen Tech-Mutanten. Das glaub ich nicht, Kulo. Du willst doch nur was zum Saufen. Vineland ist futsch. Siehst du? Ich hatte recht. Trink nicht alles auf einmal. Ein Ranger, was? Sowas habe ich hier schon lange nicht mehr gesehen. John Marshall, legendärer Widerständler, Kriegsheld. Wir wuchsen mit Geschichten über ihn auf. Ich hatte allerdings jemand erwartet, der beeindruckender ist. Das ist unmöglich. Vinelands Verteidigung ist unüberwindbar. Das dachten alle. Wir waren nicht bereit für sie. Nicht bereit für die Obrigkeit. Sie ist also zurück. Dann bist du wegen Projekt Dagger gekommen. Das Problem ist, dass wir hier ebenfalls belagert werden. Mutanten. Sie verstopfen unsere Stromturbine in der Kanalisation. Da müsste sich mal jemand drum kümmern. Wenn es für Dagger ist, zeig mir, was ich töten soll und wo. Du bist schnell von Begriff. Ich habe wirklich jeden Auftragskiller runtergeschickt. Sind alle draufgegangen. Es wird schnell gehen. Na dann. Ab in den Gully, ha? Huh? Wo ist der Gully? Irgendwo hier drüben. Denn töten kann ich gut. Du solltest dich auf dem Markt etwas eindecken, bevor du dich in diese Kanalisation wagst, Ranger. Schalt den Strom wieder ein, dann kannst du mit Dagger weitergehen. Alles klar, Moment. Hier drüben muss ich hin. Netter Laden. Netter Laden. Aber trotzdem irgendwie eine Scheißgegend. Marshall schickt dich. Du bist schon der Dritte diese Woche. Hoffentlich hast du mehr drauf. Oh, wo kann ich mir Knarren holen? Ey, du. Händler allgemein. Ha, wenn das kein glücklicher Kunde ist. Sei bloß nicht schüchtern. Hab dich hier noch nie gesehen. Ich bin Punchy. Hast vielleicht von mir gehört. Ich habe alles, was du brauchst. Und bin mir auch nicht so schade, mit Leuten aus Vineland zu handeln. Du weißt... Bis bald! Dankeschön. Moment mal. Inventar, Nanotriten... Kann ich denn schon irgendwas verbessern? Zerschmettern. Okay, das könnten wir direkt hier verbessern. Boom. Okay. Dann haben wir hier den Dash. Der Dash ist echt mies. Den muss ich auf jeden Fall irgendwann verbessern. Waffen, was kann ich hier so alles machen? Upgrade ansehen. Okay, schauen wir mal rein. Yo. Bumm. Rasches Nachladen. Kapazität. Ja, dann nehme ich mir hier die Kapazität. Und dann zerfällt das andere. Okay, ich verstehe. Und dazu brauchen wir dann hier drüben so einen Waffenkern-Mod.
Projekte. Töten und vernichten. Projekt ansehen. Oh Gott, hier kann man ja tausend Sachen machen. Was ist das hier? Overdrive Multiplikator. Aha, 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 aha. Puh, ja, komm, her damit. So, was haben wir hier? Granatenwurfbogen. Oh, das ist nicht schlecht. Das will ich haben. So, dann hier ist gesperrt, oder wie? Stufe 1 ist gesperrt. Was haben wir hier? Auch gesperrt. Okay, das bekommen wir jetzt noch anscheinend. Okidoki. Perfekte Zeit, um nach Gunbarrel zurückzukommen. Was ist das hier? Kopfgeld, Kopfgeld, Kopfgeld. Wow, hier gibt es auch noch ganz viele Nebenmissionen. Wer bist du? Wir stehen im wahrsten Sinne bis zu den Knien in der Scheiße. Und ausgerechnet jetzt kommt ein Ranger vorbei, nachdem sie uns jahrelang ignoriert haben. Wovon reden Sie da? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Sam Wilco und führe die Gunbarrel-Miliz, damit es Marshall nicht tun muss. Ich will sicher nicht meckern, wenn die großen Ranger beschlossen haben, sich nun endlich doch die Hände schmutzig zu machen. Es gibt da ein Problem nördlich von hier. Die Yeoman-Farm wurde überfallen. Und das ist gar nicht gut, weil wir ziemlich viele Nahrungsmittel von dort beziehen. Meine Leute werden alle hier gebraucht, falls die Mutanten wiederkommen. Würden Sie sich der Sache annehmen? Naja, wenn Sie mich so freundlich bitten. Die Yeoman-Farm. Und dann haben wir hier halt Kopfgeld. Also, ja, komm, wir nehmen einfach alles mit. Alright, aber erstmal geht's in den Gully für uns. Ab in den Gully. Da riecht es wie bei Kreismutti. Er stinkt nach alter Wurstwassersuppe. Hallo? Und jetzt? Ah! In dieser alten Kanalisation gibt es einen unterirdischen Fluss. Dank des Turbinengenerators sind wir vollkommen unabhängig. Wir haben unsere eigene Stromzufuhr und müssen kein Feldtrit von diesen betrügerischen, gierigen Händlern kaufen. Mutter Natur sorgt für uns. Und wie läuft das so für euch? Nun sieht man von den üblichen Problemen ab. Wie zum Beispiel Mutanten, die die Turbine verstopfen, funktioniert es gut. Wir haben unseren eigenen Saft. Außerdem findet sich stets ein Söldner, der sich um Probleme kümmert. Das bin ich also? Ein Söldner? Auf keinen Fall. Du bist ein Ranger. Großer Unterschied. Da geht erheblich mehr. Ist schon klar, Marshall. Schon klar. Ich mag meine Stimme. Ich mag die einfach. Ich bin badass Motherfucker, Baby. Alright. So, was haben wir hier? Schrott! Ich bin top ausgerüstet. Mehr oder weniger. Oh, yes, mehr Munition. 52 Schuss. Gut. Gut, gut, gut. Habe ich sowas wie eine Taschenlampe? Anscheinend nicht. Okay, wir müssen die Turbine finden. Überall liegen Leichen rum. Fände ich gut. Solange ich nirgendwo als Leiche rumliege, ist es doch in Ordnung. Alles klar, hier ist ein riesiges Loch in der Wand. Wusstest du, dass sich hier unten eine Arche befindet? Na klar. Vielleicht verschaffen deine Nanotriten dir Zugang. Das solltest du mal checken. Bitte treten Sie näher für den Sicherheitsscan. Sicherheitsscan abgeschlossen. Willkommen in der Arche 402A. 402A. Das ist eine Arctec-Schrotflinte. Wie auf den alten Holobildern. Ja, schön. Dies ist die Kampfschrotflinte. Eine ideale Nahkampfwaffe, die Gegner zurückstößt. Okay. Bam. Gute Arbeit. Bam. Bam. Erfolgreich. Während des genauen Zielens wird eine einzige Patrone mit hohem Zurückstoßeffekt verschossen. Oh, geil, Mann. Richtig geil. Auf Distanz auch noch gut. Sequenz abgeschlossen.
setzen Sie den Overdrive der Kampfschrotflinte gegen simulierte Gegner ein. Ach, jede Waffe hat einen eigenen Overdrive? Alter, Alter, Alter! Nice, ich liebe dieses Baby jetzt schon. Das Training ist abgeschlossen. Simulation wird beendet. Dankeschön, Süßer. Die Waffe ist der Shit. Genau sowas benötigt man hier unten. Der alte Straßenfeger, was? Der alte Straßenfeger, was? Yep. Mehr viele. Und nur du kannst sie abfeuern. Sie ist mit deiner Nanotreten-Signatur verknüpft. Alter, das Ding ist geil. Und es gibt Brocken. Mutantenbrocken. Der Kleine will nicht sterben. Deswegen muss er leiden. Wäre mal lieber gestorben. Igitt. Warum muss es immer so ekelhaft sein? Kann es denn nicht einmal eine nette Gegend sein? Muss es immer voll mit Schleim und Innereien und anderen widerlichen Weg sein? Und Pangens. Alien Pansen. Guck mal, wie die rumspringen. Das sind kleine Affen. Lecker. Alien Pansen. Schmecken einfach scheiße gut. Okay, Flintenmunition. Ein Schuss habe ich hier noch mitnehmen können. Eine Patrone. Wir können später irgendwas zusammenbauen. Wir finden hier Komponente. Auch hier. Chemie, Schrott, mechanisch. Da muss irgendwas gehen. Au. Oh. Geh in deine scheiß Ecke. Wow. Wow. Der hat mich einfach ins Loch geprügelt, der Wichtel. Also wir halten nicht viel aus. Wir halten echt nicht viel aus. Ist das gut, hier unten reinzugehen? Ach, da ist eine Kiste nur drin. Na komm, die nehme ich mit. Lecker, lecker, lecker. Noch ein bisschen hier mit der Waffe rumrennen. Alter. Wenn die erstmal close an dich rankommen, dann lieber draufhacken. Also mit der Steuerung werde ich noch nicht so warm, aber es kann auch sein, dass dann noch was nachgepatcht wird. Ich spiele ja hier vor Release. Weil es ist irgendwie, ich habe schon die Empfindlichkeit ein bisschen hochgestellt, aber es ist trotzdem super träge. Super träge. Irgendwie schwammig. Mit Maus und Tastatur wahrscheinlich viel, viel besser, klar. Aber wird schon irgendwie gehen. Alter, ist das ekelhaft. Nun, was für ein Glibber hier unten auf uns wartet, das erleben wir in der nächsten Folge. Drückt eine Bewertung rein. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und tschüss.